Willkommen, liebe Clasher, bei mir im Thorsten Gattuso. Wo heute? Ja, ich bin heute mal auf meinem Handy. Das ist für mich dann immer so ein bisschen die Königsdisziplin, denn ich nehme ganz, ganz selten am Handy auf. Du musst einfach die passende App dafür finden. Und ich glaube, ich habe die ja schon etwas länger gefunden, aber mache natürlich viel zu wenig mal am Handy. Aber worum geht's eigentlich heute? Es geht um die Clan Leecher. Ihr kennt sie bestimmt. Ich schalte jetzt erstmal auf Clash of Clans. Und dann seht ihr auch, wie das Ganze hier funktioniert. Und ja, man versucht das natürlich immer so ein bisschen reibungsfrei hier hinzukriegen. Und, ich sehe schon, wir sind auf dem nicht richtigen Account. Da müssen wir erstmal gerade den Account wechseln auf den richtigen Leecher eben mal. So, ich glaube, jetzt sind wir auf dem richtigen Leecher-Account. Und so sieht das eigentlich immer aus, wenn ich auf meine RH9er hier zurückkomme. Das heißt also, sie sind in der Regel... Ja, sie sind halt stark abgefarmt und das ist der Alex-Account hier, den wollte ich ja sowieso noch umbenennen. Und ihr seht das hier, wann ich mit dem überhaupt mal das letzte Mal angegriffen habe. Vor 7 Tagen habe ich mir nämlich auch nur eine Liga geholt, mehr nicht. Glücklicherweise duldet mich der Clan hier immer noch im Clan. Und jetzt muss ich eben erstmal das Dorf ein wenig aufräumen. Wo ist der Pott? Nicht, dass ich den mal wieder tagelang nicht leeren kann. Da ist der Pott. Und dann kann ich auch meine dunklen Lager jetzt leeren. Ja, da ist natürlich reichlich drin. Hier Gembox liegt hier. Und woran erkennt man, dass man öfter sein Leecher-Dorf nicht besucht hat, indem hier das Ding hier wahrscheinlich ohne Ende mit Gems befüllt ist? Wir gucken mal. Ja, 12 Stück kommen raus. Wie viel gehen hier maximal rein? 14, okay, also ein Tag noch. Und auch hier stehe ich so ein bisschen, weil ich mit den Accounts im Moment wirklich, wirklich wenig mache. Aber was sind das eigentlich, diese Clanspiel-Leecher? Das sind genau die, die jetzt 0 Punkte haben, sich jetzt irgendein kleines Spiel greifen. Sowas hier, ne? 50 Truppen oder 100 Truppen spenden und oder 100 Housing Space mal eben spenden und dann ist es das gewesen. Das ist natürlich nicht jedermanns Sache. Entweder weißt du, wer macht hier eigentlich immer seine Clanspiele ganz brav mit, und ihr seht das hier, es gibt schon ein paar und wir sind auch schon, oder dieser Clan hier ist weit über die 50.000 schon hinweg. Wie kriegt man die eigentlich raus? Ich habe die Tage mal eine Webseite gefunden. Ja, und hier hat sich tatsächlich mal jemand Gedanken darum gemacht, Clan Game Leechers, also die Leute ausfindig machen, die in den Clanspielen wenig Punkte machen, nur ab und zu mal ein bisschen was mitmachen, auch wenn es vielleicht der beste Angreifer im CK ist, bei den Clan Games ist er dann eher unauffällig. Das, was man hier allerdings machen muss, und ich habe das gestern schon gemacht, ich muss euch das, glaube ich, erstmal wieder ein bisschen größer machen. Ich habe ja eine unmögliche Auflösung hier. Man muss seine Clan-Tag hier eingeben. Und ich habe hier schon die Clan-Tag von unserem Clan eingegeben. Das ist der Clan Spätzle mit Soße. Und wir gucken mal mit Search a Clan. Seht ihr hier auf jeden Fall schon mal unsere Tag hier. Und ihr seht auch unsere Clan-Beschreibung. Einige hatten ja angefragt, ob es mit RH9 kommt. Im Moment suchen wir mindestens RH10 oder höher. Höher wäre sogar ganz nett, ein Rathaus 12. Und da ich mich gestern schon angemeldet habe, oder die Tage habe ich es, glaube ich, schon mal gemacht, kann ich hier bei Selected GG schon mal eine Range angeben. Also ihr seht das hier, 2.7. bis 9.7. Hier sind also schon mal ein paar Daten gesammelt worden. Und jetzt lege ich der los und sage dann ganz klar, wer hat im Moment wie viel bei den Clan-Spielen geholt. Und hier kann man letztendlich sehen, wer macht eigentlich was. Und die Fragezeichen, das weiß ich noch nicht, ob hier dann auch noch die Tagespunkte mit reinkommen, wenn die Clan-Games vorbei sind. Der Leader kann sich natürlich auch selber eine Liste machen. Aber man kann hier schon genau sehen, wer hat hier eigentlich was gemacht. Und am Ende, also hier unten bei Total, seht ihr die totalen Punkte. Die sind natürlich jetzt, glaube ich, bei uns eigentlich schon ein bisschen mehr. Und bis wann hat er denn eigentlich nochmal gesammelt? Jetzt muss ich mal eben gucken. Bis zum 9.7. Okay, so lange kann er gar nicht sammeln. Das heißt also, er wird noch sammeln, denke ich mal. Denn wir haben ja noch gar nicht den 9.7. Und
ich muss mal eben schauen, der Barfuß hat hier schon 200 gemacht, Thorsten 135, also so ganz aktuell sind die Daten noch nicht. Sie müssen noch ausgewertet werden, aber ihr seht, das Ganze funktioniert durchaus und dann kann man hier natürlich auch mal so ein paar rausfischen. Ich meine hier unten die Nuller, die haben schon alle Punkte, da könnt ihr ganz sicher sein. Aber es gibt ja auch so ein paar, die machen hier nichts, beziehungsweise die machen hier pro Saison immer nur ihre 40, 50 Pünktchen. Ja, da wollte ich eigentlich mal drauf zu sprechen kommen. Wie kommt man diesen Leuten auf die Spur? Klar, du kennst deine Pappenheimer im Clan, die Leader kennen die Pappenheimer im Clan und von daher ist das sicherlich eine nette Alternative. Ich bin durch Zufall drauf gestoßen und habe mir ja auch schon immer mal Gedanken gemacht, was kann man eigentlich machen? Ja, und was kann man eigentlich machen? Ich hatte mal den Vorschlag, glaube ich, einfach so reingebracht, dass man vielleicht bei den Clan-Spielen hier die Tiers hier bei den Rewards einfach mit einbezieht, weil das wäre jetzt wirklich das Faire, dass man sagt, hier im Tier 1, wo es das Elex gibt, das Gold und die 10 Juwelen, dass man dort vielleicht sagt, das bekommt jeder, der 200 Punkte gemacht hat und so weiter. Und am Ende das Tier 5 hier, ich meine, es gibt ja auch schon, wir hatten ja glaube ich auch schon 7 Tiers, oder Tiers heißt es glaube ich immer, da sagen wir mal, von den 4000 möglichen Erreichten muss derjenige mindestens, ich sag mal, ich nenne einfach mal eine Zahl, 3000 gemacht haben. Und um auch das letzte Tier hier abgreifen zu können, hat das nicht gemacht, kommt er hier nicht dran, ist er ausgegraut für ihn. Das wäre für mich eine super, super faire Regelung. Und wir wollen natürlich auch ein bisschen clashen hier mit dem Account. Clash ich ja doch recht wenig, muss ich mal so sagen. Und leeche ich mir jetzt noch was ab? Nein, ich leeche mir mit diesem Clan hier. Oh, der hat mal richtig Lot, aber ihr wisst, ich brauche mit diesem hier gar nichts, aber es ist egal. Wir nehmen den einfach mal mit. Denn ich nehme ja auch am Handy dann eher wenig auf, aber mal schauen, was habe ich denn eigentlich für eine Truppe dabei. Okay, was haben wir hier drin? Riesen hatten wir da drin. Alles klar, dann wo sind denn hier die Luftabwehren und die Queen? Okay. Ich weiß noch gar nicht, wie ich vorgehen soll, aber egal. Wir ziehen die hier mal rein. Oh, wir haben noch mehr Riesen dabei. Und dann ziehen wir hier jetzt mal die rein. Oh, das muss ich, glaube ich, gerade mal ein bisschen leiser machen. Für mich muss ich das einfach nur leiser machen. So, die Mauerbrecher, wo gehen die denn eigentlich hin? Die werden wahrscheinlich einen unmöglichen Weg wählen. Ja, ich hatte es mir schon gedacht. Ah, jetzt gehen sie einen besseren Weg. Queen hier mit rein. Den hier mit rein. Und ja, hier können wir springen. Ah, hat auch einen Lava-Hund in der Clanburg, auch nicht schlecht. Und dann würde ich einfach mal sagen, wir nehmen die hier jetzt mal, da sind ja ein paar Magier, glaube ich, bei und ein paar Hexen, einfach mal mit hier rein. Gift hier drauf. Ja, geht noch. Okay, jetzt müssen aber, so langsam müssten jetzt eigentlich mal die Luftabwehren weggehen. Wo ist denn eigentlich mein King? Ach, da oben ist der King, alles klar. Okay, dann 1, 2, 3. Und weil die so lahm sind, müssen wir die mal ein bisschen schneller machen. 1, 2, 3, 1. So. Dann können die hier jetzt hoffentlich durchgehen. Da müssen sie auch noch durch. Und jetzt muss ich eben mal schauen, wo das denn jetzt eigentlich vonnöten ist. Nicht meine Queen vergessen. Jetzt habe ich meine Queen hier vergessen. Super Sache. Dann nehmen wir hier noch die beiden Ballons mit rein. Mal sehen, ja, die werden das nicht ganz schaffen. Das war jetzt auch, es war eine komische Armee. Die Luftabwehren werden in jedem Fall, denke ich mal, meine Ballons noch schaffen. Da leben noch zwei. Okay, jetzt ist noch eine da. Aber ist nicht ganz so schlimm. Wir haben den Lot hier. Ja, wir haben ihn ja ganz gut mitgenommen. Und mal schauen. Ich bin mir noch nicht sicher, was ich mit diesen Accounts überhaupt mache. Vielleicht könnt ihr mir das mal in den Kommentaren schreiben. Toto, mach ruhig einen Zehner hier raus, weil mein Avatar geht ja demnächst irgendwann mal auf 11. Und dann habe ich keinen Zehner mehr, wo ich euch schöne Strategien und Angriffe zeigen kann. Und allerdings habe ich ja immer gesagt, ich möchte ganz gerne den... Oh, meine Queen ist ja noch am Leben. Auch nicht schlecht. Ich möchte immer ganz gerne den Donnerbengel und den Alex gleichzeitig hochziehen und da haben, wo sie hingehören. Und da fällt es mir noch schwer, 2 Zehner noch hier nebenher zu spielen. Mein Neuner, ja, der kommt ja ganz gut. Und diese Max-Neuner passen mir eigentlich auch nach wie vor ganz gut. Es reicht mir vollkommen hier. Die machen immer noch ihre Sterne. Ich war jetzt allerdings schon ewig nicht mehr mit denen hier in CK. Könnte aber eigentlich mal wieder mit einem mitgehen. Ich glaube hier der Alex oder der Donnerbengel, die ziehen jetzt mal wieder in den Krieg.
Und ja, okay, die ist auch Geschichte, aber der Lot war ganz gut. Und auch wenn ich nie, wenn ich ihn nicht wirklich brauche, habe ich jetzt mal kein Clanspiel geleacht. Ich mache es einfach nicht, denn ich brauche von den Rewards nichts. Es ist einfach so, ich kann zwar das Universalbuch oder sowas gebrauchen, aber jetzt müsste ich mal schauen. Ich denke, ja, nee. Na, es ist relativ voll, die Mauerringe vielleicht, ja, die könnte ich gebrauchen. Und die Runen unten. Aber ihr seht, ich habe hier alles voll, weil ich nichts verbrauche. Ich muss einfach mal schauen. Wollte aber heute mal auf dieses leidige Thema kurz mal hinweisen. Haben jetzt nur einen Clash-Angriff drin. Ist, glaube ich, aber auch nicht so schlimm. Wir werden uns in jedem Fall am Wochenende, denke ich, mal wieder sehen und hören. Mal sehen, in welcher Form auch immer. Bis dahin, euer Toto. Clasht.